Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge hier in Lies of P. Die Ereignisse haben sich überschlagen. Das Hotel Krat wurde überfallen und geplündert von der Bruderschaft. Offenkundig mit Hilfe von Alidoro, der scheint ein Verräter zu sein, er ist verschwunden. Und sie haben Geppetto mitgenommen. Wahnsinn, was hier alles passiert ist. Allerdings hat uns Antonia, die Chefin des Hotels, einen Geheimgang offenbart, dem wir folgen sollen, um Geppetto hinterher zu jagen, um ihn zu befreien und die Bruderschaft zur Rechenschaft zu ziehen und damit hier auch wieder mal aufgeräumt werden kann. Davor gibt es aber ein paar Sachen zu erledigen. Ich habe mir einen Zettel gemacht, was noch gemacht werden muss, bevor es weitergeht. Zum Ersten möchte ich, dadurch, dass ich ja nochmal hier ein Upgrade bekommen habe, wieder meine Flamberge auf plus 3 bringen. Falls ich sie irgendwann mal wieder verwenden wollen würde. Wo ist sie denn? Flamberge hier. Weil ich habe mich tatsächlich aufgrund eurer Hinweise in die Puppenschnur plus 3 verliebt, die einfach genial ist. Auch bei Minibossen und bei Hauptbossen haben wir schon gemerkt. Parademeister 2.0 war eine ganz schöne Herausforderung in der letzten Episode, meine Herren. So, das nächste. Wir haben noch einen Dreifaltigkeitsschlüssel. Und die Dreifaltigkeitstür war im Hauptbahnhof. Wenn ich mich recht entsinne, jetzt wo die Stargazer wieder online sind. Oh, was ist hier? Kahler Sumpf. Ah! Diese kaputte Roboterpuppe da. Vielleicht kann ich hier jetzt was Neues beibringen. Ich musste ja so das ein oder andere Emoji, glaube ich. Und ich habe jetzt wütend gelernt in der letzten Episode. Es ist zu Recht, ist man wütend. Da kommt man ins Hotel und alles ist kaputt. Kann man schon mal wütend sein. Gut, also hier. Hello, my only friend. Wut lernen. Ja, siehst du mal. Gerne. Prachtvolles Ergo-Fragment. Ich komme wieder. I'll be back. Zurück zum Hauptbahnhof. Ich glaube, das war im Haupthof. Wie hieß das nochmal? Lobby. Da war das relativ nah und recht leicht zu sehen, glaube ich. Also ganz offensichtlich. So eine Treppe runter und dann war da schon die Tür. Ich hoffe, ich finde das wieder. Da. Genau. Oh, Lampe. Immer das To-Do zu Beginn einer Lies of P-Session. So, was gibt's denn diesmal? Denk an den Metallengel. Wir sind einfach auf einer Reise, die seinen Spuren folgt. Lied des Tages. Dem Taschendieb, der zu viel Vertrauen in ein Glücksspiel hatte, wurde das Herz gestohlen und... Er starb. Quarz? Ich würde gerne Quarz haben. Werkstatt, Arbeitskleidung, Trägeramulett. Oh, plus ein. Oh, das brauche ich. Yes, jetzt habe ich 55%. Oh, genial. Okay, sehr gut. Havelsring plus 1. Wunderbar. Und dann hatten wir ja, als wir im kaputten Krat unterwegs waren, sind wir ja abgebogen, weil ich gedacht habe, das ist so ein optionaler Nebenbereich, haben da die Wanderin bekämpft. Und da habe ich dann noch einen Teilbereich nicht erledigt, weil es dann plötzlich haben sich die Ereignisse überschlagen, die Stargazer waren offline und ich musste nur noch Richtung Hotel oder konnte nur noch Richtung Hotel. Und da habe ich dann jetzt noch einen Teil über nicht machen können. Und zwar hier in der eingestürzten Straße. Und da wollte ich mal noch gucken, weil ich weiß nämlich, ich habe da aus der Entfernung eben noch Shinies gesehen. Und die wollen wir natürlich mitnehmen. Und wer weiß, was da noch auf uns wartet. Das heißt, nochmal Richtung Wanderin. Und dann aber nur einmal die Leiter hoch und nicht zweimal. Wir haben jetzt übrigens einen maximal aufgerüsteten Tonitrus. Der Parademeister war es, glaube ich, der mir den... Die Stufe 10
den Stufe 10 Mondstein gegeben hat, damit ich jetzt hier einen genial brutzelnden Brutzelstab habe. So, hier lang. Okay. Ein bisschen viel Chili gegessen, ne? Ja, da gibt's eine schöne Drop Attack. Aber erstmal, bevor ich runterspringe. Bin ich hier schon mal irgendwie gewesen? Weil da unten das Item. Ich weiß es nicht, das ist gerade sehr merkwürdig. Okay. Buntes Ergo-Fragment. Ja, why nicht? Why nicht? Warum nicht? Das kommt mir alles sehr bekannt vor hier. Aber hier ist noch eine Leuchtetruhe. Ahaha, ja. Die habe ich übersehen das letzte Mal. Spezielle Kratversorgung. Ab ins Hotel. Das können wir wem bringen? Ich glaube, dem Concierge. So. Notizzettel ist erledigt. Da kann ich den in den Müll schmeißen. Von auf Anhieb getroffen. Du kriegst die, oder? Ja, Waren hinzufügen. Spezielle Kratversorgungskiste. Yes! Yes, 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 yes. Oh, jetzt lass mal gucken, was es da für Upgrade-Zeugs gibt. Kaufen. So. Nein, nein, nein. Reparaturwerkzeug. Oh. Oh. Ein Schnitzeljagdgefäß? Genial. Das ist ja schön, dass er einen dieser Steine hat, aber das ist nicht für meinen... Für mein Großschwert, ne? Aber dann brauche ich jetzt mal 5400 und werf nochmal kurz einen Blick auf 5400. 5400, das kriegen wir hin. Waffe verbessern. Und zwar hier mein... Vollmondstein des Bundes. Doch? Vollmondstein des Bundes. Yo. Also, 10.900, 11.900. Also, das kryptische Gefäß. Den Vollmondstein. Die brauchen wir nicht mehr. Legionskaliber. Erstmal nichts. Und das Quarz. Das kostet jetzt aber neben Geld oder neben dem Stein auch noch Geld, ne? You're here. Ja, ein bisschen. 320. Okay, das Taschengeld kriegen wir auch noch aufgetrieben. So, hier. Oh, 2 plus, oder halt jetzt hier maximal auf, vielleicht maximal aufgelevelt. Das ist jetzt erstmal auf plus 3. Vielleicht geht's noch weiter. Es geht noch weiter. Okay, aber immerhin.
I always welcome friends. Ah, oh, thank you for coming. I was going a bit stir crazy, as the poets say, cooped up in the hotel. Why don't I read the contents? I'm sick and tired of reading conversations between society's elite. Hide these, kill that, steal those. Ja, das ist das Übliche eines Rollenspielers. And the people who want them deciphered act as if it's the end of the world if they can't read them immediately. Tiresome. I am a simple, albeit. Der redet so viel immer jedes Mal. Solving the code is what makes me happy. And with a friend at my side, what more? Perhaps sometimes I share too much. Ja. Thank you for listening. Gerne. A little extra for you in there, my friend. Danke. Ist das Gittertor jetzt auf? Befehle, finde die durch Metallgitter versperrte Höhle im kahlen Sumpf. Am Ende der neuen Straße gibt es eine Belohnung. Es gibt einen Ort, den man die Eremitenhöhle nennt. Ein alter Mann, der nach dem Verlust seiner Familie verrückt wurde, schloss sich dort oben ein, um zu beten. In der heutigen Zeit ist es seltsam, von einer derart mittelalterlich klingenden Geschichte aus Graz zu hören, aber eines ist klar, das ist ein guter Ort, um einen Schatz zu verstecken. Vergessen wir den verrückten alten Mann, verstecken die gestohlene Ware und holen sie wieder raus, sobald es ruhiger geworden ist. Welcher Mensch bei Verstand würde sich denken, dass es tief in einer Höhle im kahlen Sumpf einen Schatz gibt? Sobald die Panik vorbei ist, werden uns die Dinge, die wir beiseite geschafft haben, reich machen. Die Kleider des Kindes schienen auch von guter Qualität zu sein. Vielleicht hat das Wolfe-Mädchen sie geflickt. Gehen wir mal hin. Schauen wir mal. Das war im kahlen Sumpf und zwar vor dem Boss. Dann können wir auch nochmal mit dem Typen quatschen. Vielleicht weiß er was jetzt zu Alidoro. Ich habe ihm ja immer vertraut und der hat ihm misstraut. Und er hatte jetzt wohl auf lange Sicht recht, ihm zu misstrauen. Oder Alidoro hat irgendwie noch eine andere Motivation gehabt. Wir werden sehen. Das Tor ist offen. So ist das ist einfach, ne? Also wenn ich an die Geste erinnere, die wir ausführen mussten an einer bestimmten Sackgassenstelle im Tutorialgebiet, das war übel. Jetzt ist hier einfach offen. Geil. Oh, you're here. See? I told you I'd do it. No trace of Alidoro inside, though. And the Hermit's Cave itself is too deep for me. My next stop is the Relic of Trismegistus, one of Alidoro's favorite treasure-hunting grounds. I'm curious why he'd go back there time after time. Oh, maybe I'm getting the hang of this sort of work. See you later, treasure hunter. I'm trying to track down Mr. Alidoro. We can catch up later. Okay. Ominöse Höhle mit vielen Schätzen und einem Kinderkleid. Ein Trapwire. Was passiert hier? Ich laufe nicht drüber. Ich habe den jetzt ganz offensichtlich gesehen. Wo einer ist, sind noch mehr. Okay. Oh nein, da sind auch diese goldenen Kristalle. Ich dachte, das wäre jetzt vorbei. Anstatt. Auf Hinterhalte achten. Lord of the Fallen hat mich gelehrt, hier sind... Lords of the Fallen hat mich gelehrt, überall könnten Scharfschützen versteckt sein, die aus 3,5 Kilometern Entfernung dich zielgenau aus den Stiefeln ballern. Gut. Schwerkraft mal wieder. Hi. Es reizt mich schon, da mal drüber zu laufen. Aber es heißt ja nie was Gutes. Ne? Also.
Sägezahnrad. Hier auch wieder ein... Nee. Aber Hinterhalt vielleicht. Ja. Schluck meinen Level 10 Knüppel. Spezialreinigungsampulle. Jetzt gehen wir nochmal darüber. Ein bisschen Backtrack. Backtracking. Ey, wenn hier irgendwann mal irgendwas einbricht. Das war jetzt schwieriger gemacht als gedacht. Abgeprallt ist hier überall. Ah, guck ihn dir an, wie er da hängt. Ich muss sowieso mal Wurf-Consumables mal auf meine Leiste legen. Ich habe gar nicht so viele. Sorry. Not so much. Okay. Also, kurz mal hier nochmal einen Double-Check machen. Das ist einfach nur die Leiter. Jetzt haben wir den Kreis hier geschlossen. Da unten. Da kommen wir wohl gleich hin. Die Zwischenebene hier. Da ist nichts. Okay, das ist ein sehr vertikaler Level hier. Wirklich, Schandstadt-Wipes, da muss man gut nach oben und nach unten gucken, damit man auch hier alles mitnimmt. Jetzt haben wir hier... Gibt es hier noch jemanden? Okay. Jemand des Berichtsnotizbuch. Auch dieser Ort ist kontaminiert. Es ist nicht mehr viel Wasser übrig. Mir half ein freundlicher Eremit, aber auch er weiß, dass er das nicht mehr lange durchhalten wird. Schreckliche Mutationen als Ergebnis des Neutralisierungsprozesses der Versteinerungskrankheit. Viele der Leute in Grad werden zu Kadavern, den Monstern der Alchemisten. Meine Freunde sind das Einzige, was mir in den letzten Momenten durch den Kopf geht. Lumaccio ist krank, Sophia wird vermisst, Lorenzini hat die Hoffnung verloren, Age ist tot. Und hier bin ich, Medoro. Wir haben unsere Leben riskiert und von jedem Posten aus gekämpft, aber manchmal gibt es keine Belohnungen. Einige Dinge sind uns trotzdem geblieben. Etwas, das selbst Macht und Lügen nicht vertuschen können. Die Wahrheit. Jemand wird die Wahrheit aufdecken. Jemand wird die Lüge entlarven. Wir gehen einen Schritt weiter für all die, die nach uns kommen. Ich glaube, das war meine Rolle. Ich bin Medoro, der Reporter. Meine Waffe war mein Stift und die Wahrheit. Jetzt überlasse ich meine Aufzeichnungen an diejenigen, die diesen Ort besuchen. Von Medoro. Aha. Prachtvolle Ergo-Container. Immer gerne. Du bist vielleicht... Nee, der ist der, den ich runtergeschossen habe. Was lösen diese Fallen aus? Ey. So, wo ist cleverer weiterzugehen? Es ist egal, man kann hier einen Kreis drehen. Das heißt, wir gehen darum, weil da ist noch ein Item. Ey, ich bin so paranoid bei diesen Holzbrettern. Halbmondstein. Oh,
awesome chest ahead. Nice. Jo, das war jetzt nichts mit dem Ansturm, ne? Du stehst da wirklich an einer blöden Stelle. Okay. Okay, da ist schon wieder so eine Leuchteolle. Kann ich die vielleicht von hier ins Loch ziehen? Oh, sie kommt schon. Oder? Ja, ja. Gematsche. So. Weil hier war Sackgasse. Wobei, man hätte vielleicht darüber springen. Nee, wahrscheinlich nicht. Das sieht mir zu weit aus. Na, da ist auf der Zwischenebene. Sein Item. Oh, ein Stargazer? Oh, das ist aber charmant und nett und überhaupt. Das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte jetzt gedacht, da muss man sich bis zum Ende schön durchschlagen. Oh. Jetzt testen wir doch gleich mal hier unser Plus 4. 59%! Yes! Ah, Havels Ring plus 1. Lieb ihn jetzt schon. Dunkelmondstein des Bundes. Oh, hey. Wow! So. Mal kurz hier über uns, unter uns gucken. Alles gut. Ich wollte über die Bretter zurückweichen, um dem Kristall ein bisschen aus dem Weg zu gehen, weil das gleichzeitig zu bekämpfen mit dem Vieh nicht so lustig. Gut, dass ihr den Stargazer hier platziert habt. genau an der richtigen Stelle. So läuft das besser. Noch ein Quarz? Klinge eines schwarzen Stahlschneiders. Ist es die Feuerwaffe, von der ihr mir erzählt habt? Feuerangriff. Großschwert. Oh. Oh. Oh.
Oh. Ich habe meine Waffe für den New Game Plus gefunden. Sexy AF. Oh. Ein Träumchen. Okay, weiter geht's. Viele Schätze hier. Sie hatten nicht Unrecht, als sie das sagten, und sie haben nicht übertrieben. Ein Quarz, eine schöne neue Feuerwaffe. Was will man mehr? Hi. Das war ein bisschen brutal zugegeben. Jetzt ist er durchgestorben. Ah! Schaut mal, da kamen Pfeile aus der Wand geschossen hier. Hey! Kommt ihr denn alle her? Hier wieder. Seines Festungsvibes. Komme ich da nochmal hoch? Oh, komme ich. Bisschen mehr Anlauf, bisschen besser springen. Hep. So. Kabelkatalysator und Streugranate. Noch irgendwo irgendwas? Nein, das ist alles nur eine Ebene. Oh, wir verlassen die Höhle. Hui. Das Wasser ist seltsam. Ich weiß nicht, wann es anfing, an meinen Tränen und mein Blut sind auch blau geworden. Oh, da will man zum Arzt gehen. Ich habe die Offenbarung des blauen Schmetterlings gesehen. Sie haben mich gebeten, sie aus diesem Gefängnis der Zeit zu befreien. Hi. Die Fee ist fern, die Fee weint. Die Zeiger der Uhr haben sich immer weiter gedreht, um die Zukunft des Jungen zu finden. Dieser verzögerte Schlag. Die sind nicht so schwer. Die sind, aber ich habe mal wieder unterschätzt, wie brachial die draufdreschen und auch immer so Kombos aneinander rein, wo man denkt, sie sind schon längst fertig. Jetzt mal gucken, wie es mit dem Durchrennen funktioniert. Ist der Dicke wieder da? Der ist sogar auch wieder da. Nur bei den Trapwires aufpassen, wenn die wieder... Mist. Aber jetzt habe ich dann auch mein Feuerschleifmittel wieder. Jetzt bin ich damit abgestürzt. Ah, grundgütiger. Dass sie da die Treppe schmaler machen. Die Lumpen, ey. Verbrennt eh. Mystery Era. Ach, eine Schallplatte. Da muss ich mal off the record. Ich habe 3 oder 4 jetzt in letzter Zeit gefunden. Jetzt müssen wir die mal alle anhören. Man muss sie ja komplett durchhören, offenkundig, um quasi ein bisschen menschlicher zu werden. Aber damit langweile ich euch nicht.
sind so 3 bis 4 Minuten Tracks und da steht man einfach nur da und guckt. Ich lasse die Schrift des Schmetterlings hier. Vergiss nicht, du bist ein Mensch. Jetzt ist es an der Zeit, der Schnur zu entkommen. So, am Ende des Tunnels. Jagdbekleidung der schwarzen Katze. Quarz. Sag mal, 3 Quarz. Was machen wir mit denen? Da wurden wir aber mal großartig abgelenkt vor dem Weg ins vermeintliche Finale des Spiels. Mit so einer coolen Sidequest. Mit so vielen schönen Belohnungen. Gerne. Oh, hast du eigentlich noch was Neues zu erzählen? Mit dir habe ich noch gar nicht gesprochen, seit du hier unten stehst. Strange. It feels like a portion of my memory has been cut away from me. It hurts so much. It's not like a real wound. Still. Gut. So, 3 Quarz einsetzen. Da kriege ich doch eine neue Fertigkeit. Das sind ja immer 3 Slots, die ich verballern muss. Spannend. P-Organ. Okay. Hier haben wir erhöht. Einsätze von speziellen Schleifsteinen erhöhen. Perfekter Block verursacht Steifheit. Brich die feindliche Haltung, wenn perfekter Block erfolgreich war. Farbeslots. Nee. Gürtelslot. Nee. Früchte Tragezeit. Würfelverwendung, nein. Blockregeneration. Das ist interessant. Farbeslots. Ketten ausweichen. Das ist hier. Ich verwende das häufig. Waffenangriff aufwerten, wenn entladen. Natürliche Erholung nach Waffenangriff. Reduziert natürlich die LP-Regeneration des Feindes, wenn er mit einer Waffe angegriffen wird. Waffenhaltbarkeitsverlust. Auch nicht schlecht. Wertet den Angriff von Fabelkünsten auf. So viele schöne Möglichkeiten, das ist Wahnsinn. Lädt automatisch Pulszellen, wenn sie entladen sind. Attributswiderstand. Perfekter Blockregenerationswider. Ein Teil der Blockregeneration wird als LP wiederhergestellt, wenn ein perfekter Block. Oh. Wie viel? Mehr Attributswiderstand? Warum nicht? Fabelladung nach tödlichem Angriff. Aufwerten. Extremes Potenzial. Was haben wir denn jetzt hier zum weiteren Freischalt? Legionswaffenslots hinzufügen? Nein. Würfelverwendungen? Nein. Blockregeneration beibehalten? Vielleicht. Erhöht überwältigbar Zeitfenster? Ja. Braucht aber 4 Quarz. Aber das wird's werden. Gut. Ich hol mal kurz noch die Früchte vom Baum. Wenn ich schon mal hier bin. Sehr gut. Nun denn, dann ist die Ablenkerei zu Ende und wir können in diese Richtung mal einen Blick riskieren. Oh.
Akt 10. Eingang zur Reliquie des Trismegistus, wenn ich es richtig gelesen habe gerade. Okay. Okay. Quite impressive. Dunkler Mondstein. Und ein Stargazer. Werfen wir mal einen Blick auf die Stargazer-Liste. Das ist jetzt Akt Nummer 10. Sonst gibt es nirgendwo jetzt gerade hier ein To-Do. Wunderbar. Der Weg ist bereitet für die nächste Folge. Nach diesem kurzen Abstecher zu sehr wichtigen und sehr wertvollen Dingen, die wir jetzt gefunden haben, um weiterzumachen. In der nächsten Folge machen wir das dann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Ich würde mich sehr einen Daumen von euch freuen, wenn es euch gefallen hat. Und nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Bis zum nächsten Mal hier in Lies of P, Akt 10. Bye bye und macht's gut.